Hey ihr Lieben, in meinem neuesten Video, das ich zum Start ins 2023 heute in der Nacht aufgeladen habe, ist es um die Hintergründe gegangen. Und ich habe euch schon gesagt, das ist ein neuer Embossing-Folder, den ich gekauft habe. Und dazu gibt es noch einen kurzen Haul und den möchte ich jetzt hier gerne machen. Gestern war meine Schwiegermami bei mir und wir haben zusammen Explosion Boxen gebastelt, weil sie gerne wollte wissen, wie das funktioniert. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir noch schnell in die Bastelecke gehen auf Steffisburg. Weil sie zur Weihnachten einen Gutschein bekommen für Family, bin ich natürlich sehr gerne mit. Ich war auch schon lange nicht mehr bei Carmen. Und darum machen wir jetzt den Haul. Weil ich bei der war, ich habe ein paar Sachen eingekauft. Nicht weil zu viel, von dem her, es wird eine kurze Sache, aber ich werde noch die Sachen nicht vorenthalten. Ja, wie gesagt, wir starten mit dem. Ihr habt ihn schon gesehen, der Embossing-Folder. So sieht er aus, wenn der gemacht ist und entsprechend bearbeitet ist. Wie gesagt, ist ein 3D-Embossing-Folder. Ich habe die wirklich, wirklich gern, weil sie einfach nochmal zusätzliche Tiefe geben, weil man nicht nur zwei Schichten hat, sondern auch noch alle Schichten dazwischen irgendwie hat, was ins Papier reinpresst. Der heisst Industrious. Genau. Also, ich muss sagen, sehr empfehlenswert, den werde ich sicher noch ganz oft brauchen. Wir bleiben bei den Embossing-Folder, aber gehen noch einen Schritt weiter. Und zwar habe ich mir das kleine Teil hier gekauft. Und das ist nicht nur ein Embossing-Folder, sondern es schneidet, also es stanzt gleichzeitig auch. Die Dinger heissen Impresslets, ist auch ein 3D-Folder, wie ihr seht, aber die Stanze ist direkt integriert. Ich finde das schon recht cool, weil man halt einfach das Motiv hat, in dem Fall hier den Rahmen, der es prägt und gleichzeitig auch gut ausstanzt, also wirklich zwei in eins quasi. Und ich habe es auch schon ausprobiert und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Und zwar, schaut mal, das Ding sieht so aus. Und ich finde es wirklich, wirklich weltschön. Ich habe jetzt hier, damit es ein bisschen stabiler ist, noch zwei weisse Schichten hinten dran geklebt, die ich genau gleich durchgelassen habe. Aber das ist wirklich schön. Also von diesem kleinen Teil bin ich schwer begeistert. Mal schauen, wie ich das brauchen kann in Kärtchenform. Aber ich freue mich wirklich sehr. Finde ich ganz, ganz schön. Und noch gut mit so Spezialpapier kommt das sowieso top daher. Also von dem her Impresslets 3D absolut empfehlenswert. Und dann habe ich mir noch ein drittes so kleines Ding bestellt. Das ist nochmal etwas Spezielles. Und zwar ist das eigentlich wie das da hier auch schon ein Folder, der gleichzeitig stanzt, aber bei dem noch speziell, man kann die Stanze auswechseln. Also man kann eigentlich mit einem so Ding kann man drei verschiedene Schneeflöckchen machen. Ich muss dazu sagen, ich war kurz ein bisschen schockiert ab dem Preis, aber das Teil ist wirklich überall wirklich teuer. Also ich bin noch heute an anderen Orten schauen. Es ist wirklich teuer. Es ist aber so schön, dass ich so entsprechend oft wieder brauche. Von dem her werde ich den Preis absolut rausholen. Und zwar sieht das Ding so aus. Auf den ersten Blick nichts Spektakuläres. Man hat hier einfach den kleinen Mini-Embossing-Folder. Und ich sehe aber hier noch vier Magnete. Und jetzt ist die Geschichte so, dass ihr hier drei verschiedene Stanzen habt. Und die passen alle in den Folder rein. Und dank dem Magnet. So, komm. Dank dem Magnet rastet die ein und heben. Und dann könnt ihr entsprechend das so durchkurbeln, wie hier beim Rähmli, und habt dann das Schneeflöckli. Und wenn ihr das nicht mehr wollt oder wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das entsprechend auswechseln und auch die anderen zwei Stanzen hier einrasten. Also habt ihr eigentlich einen Embossing-Folder und könnt drei verschiedene Schneeflocken stanzen und prägen gleichzeitig. Also ein wirklich cooles Ding. Und ich muss sagen, die Ergebnisse sind auch wirklich, wirklich schön. Ich habe die hier schon ausprobiert. Und zwar sieht die so aus. Jetzt muss ich schauen. Also wir haben hier eine Stanze. Und ihr seht, die Details sind wirklich schön reingeprägt in der Mitte. Aber dadurch, dass halt die äußeren Extremitäten, sage ich mal, alle anders sind, kommt man gar nicht darauf, dass das alles vom gleichen Embossing-Folder ist. Falsch. Das ist der hier.
Also auch wirklich sehr detailliert gestanzt. Ich habe echt Freude, sie sind wirklich schön. Und die dritte, die finde ich fast am schönsten, ist die da hier. Ich habe hier auch schon einfach ein bisschen mit Wachs drüber, weil ich gestern dran war für das Video. Für die Hintergründe habe ich die Silber noch da vorne gehabt und habe hier mal ein bisschen drüber gefahren, einfach damit man die Details noch besser sieht. Ich habe auch noch eins mit holographischem Cardstock durchgelassen. Da seht ihr, wie es aussieht, wenn man nichts macht. Jetzt einfach mit speziellem Papier, aber ist natürlich ein Wahnsinns-Eyecatcher. Also ich glaube, es gibt wirklich, wirklich mega schöne Kärtchen und ich freue mich, das Ding zu brauchen. Der Winter ist zwar gleich vorbei, aber nächste Weihnachten kommt ja. Weil nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ja, wieder habe ich mir gekauft, eigentlich relativ unspektakuläre Sachen. Eine ist doppelseitiges Klebe, aber ganz dünn, weil mein Sand ganz leer ist. Steht doch das? 27 Yard. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich hätte jetzt gesagt 3 mm. Wahrscheinlich. 3 mm. Score-Tape. So vier Tools aus Silikon, einfach mal zum Ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau für was, aber für irgendetwas werde ich sicher brauchen können. Und schwarzes Aquarellpapier. Ich habe noch etwas, aber nicht mega viel. Darum habe ich gedacht, nehme ich noch das Päckchen mit. Das ist so, schon geschnitten in A6, von dem her praktisch. Ist relativ wenig strukturiert. Also kann man sicher auch gut drauf stempeln oder embossen. Was ich auch noch habe gekauft, sind die herzigen kleinen Herzchen hier. Sieht ein bisschen aus wie Enamel Dots. Ich brauche die auch gerne, um zum Beispiel auf kolorierte Stempelmotive zu integrieren. Zum Beispiel irgendein Pärchen, das noch ein Herzchen auf dem Rücken oder auf dem Füdle hat. Oder irgendwie so solche Sachen. Oder einfach so als kleiner Akzent. Finde ich die wirklich schön. Darum habe ich die auch noch mitgenommen. Weiter habe ich mir noch zwei Stencils bestellt. Zum ersten dieser hier. Ich habe den vorhin schon gebraucht. Ihr seht hier oben, wie es aussehen könnte. Ich habe das mal so grob probiert nachzumachen. Und das ist das Ergebnis. Ich finde es wirklich schön. Ich muss sagen, also das Ergebnis gefällt mir echt gut. Zu machen ist relativ mühsam. Aber ich bin, glaube ich, wahrscheinlich einfach ein bisschen verwöhnt, weil ich natürlich von diversen Marken die Stencils kenne, wo man drauflegt und gleich alle drei Blumen aufs Machen kolorieren und dann die grünen Blätter auch einfach ein Stencil hat und gleich alles oder rum kann kolorieren. Das ist hier wie nicht so. Hier muss man wirklich jedes einzeln anpassen, sprich, ihr braucht auch Masking Paper, für Blumen abzudecken, damit ihr nicht das Grün könnt, noch drumherum drapieren. Das ist wieder ein Nachteil, es geht halt deutlich länger, weil man alles einzeln muss abdecken und jede Schicht einzeln muss machen und schauen und anpassen. Plus eben noch mit dem Masking Paper. Gleichzeitig der Vorteil ist natürlich, dass ihr frei seid. Also ihr habt nicht ein vorgefertigtes Motiv, das einfach dann immer gleich aussieht, sondern ihr könnt es natürlich völlig individuell machen. Das ist der Vorteil daran. Aber es ist entsprechend aufwendiger zu machen. Nichtsdestotrotz finde ich das Endergebnis, lässt sich sehen. Ich habe zum Teil gesäuert und habe hier grusige Schlagen drumherum. Die werde ich noch irgendwie kaschieren, werde das ausstanzen. Wahrscheinlich noch ein paar Schmuckständchen oder whatever drauf, irgendein Spruch drüber, damit die unschönen Stellen verdeckt sind. Und dann wird das, glaube ich, eine runde Sache. Die zweite Schablone, die wir gekauft haben, der zweite Stencil ist der hier. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Dann habe ich einfach mitgenommen, weil ich an meinem Mixed Media Projekt habe gedacht. Und da kommen so Grunge-Sachen, glaube ich, immer gut. Mit so ein bisschen unregelmässigen Motiven, die nicht ganz super aussehen, mit nicht ganz sauberen Kanten überall. Und ich glaube, da passt der ganz gut. Libellen geht eh gegen Schmetterling, Motten geht auch gegen. Es hat noch etwas Schrift und hier noch ja, wahrscheinlich so eine Andeutung von einem Herz. Ein bisschen Müsterli, also von dem her, das wird auf jeden Fall super ausgesehen. Heisst Dragonfly College. Ja, was ich mir wieder noch mitgenommen habe, ist ein Goldpapier. Und zwar eines in dieser Form hier. Das ist so Pearlescent Cardstock in Gold. Finde ich wirklich schön. Und zum anderen hier Glitter Cardstock. Das richtige Gold hat sie nicht mehr gehabt, aber ich finde, das ist eigentlich auch ganz ein schönes Gold. Geht schon ein bisschen richtig gelb-orange, aber faktisch einfach, mir geht immer das Gold aus. Also das, was ich mit Abstand am meisten brauche, also spezielles Papier, ist wirklich Gold. Silber und Kupfer auch, aber da habe ich erstaunlicherweise noch im Überfluss. Aber Gold geht mir immer aus. Muss man das sicher mal noch mehr bestellen.
noch ein bisschen anderen Formen, aber zumindest für den Anfang habe ich jetzt wieder ein paar Sachen. So, ich muss an dieser Stelle noch kurz einen Einschub machen, weil jetzt habe ich die Rechnung durchgeschaut vom Bastu-Ecken, für meine Infobox unterzufüllen mit den ganzen Links, die ich gegen mache. Und habe dabei gesehen, dass ich ein paar kleine Sachen völlig vergessen habe. Und zwar die da links, ihr seht sie schon, die sind in den weiten, in den schwarzen Löchern von meinem Kitchener einfach vergessen gegangen. Darum, ich habe sie jetzt noch rausgefischt, habe sie vorgenommen und werde mich die natürlich nicht vorenthalten. Also, was ich mir noch gekauft habe, sind die herzigen kleinen Kugeln. Ich habe ja schon diverse so Shaker-Elements von Dress My Craft, aber die Mini-Balls habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe mir die schon mal bestellen. Ich bin kreativ bunt. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder bin Basteltraum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie nicht lieferbar gewesen. Jetzt habe ich sie gesehen beim Bastuecke und musste sie natürlich mitnehmen, weil die einfach unglaublich herzig waren. Das Tollste wäre jetzt, wenn ich noch irgendwo Stanzen würde finden mit so einem Mini-Ketschgummi-Automat, wo man die einfüllen aus farbigen Ketschchen. Das wäre cool. Aber auch sonst als Shaker-Element mega, mega toll. Dann, was ich mir weiter bestellt habe, sind... Wieso sage ich immer bestellt? Ich habe es nicht bestellt, ich habe es gekauft. Was ich mir weiter gekauft habe, sind Perfect Pearls. Ich habe diverse Perfect Pearls, ich habe ganz viel, ich habe schon Videos dazu gemacht. Aber in der Tat, die ich mit Abstand am meisten brauche, sind die zwei. Das ganz normale Perfect Pearls Perfect Pearl und Perfect Pearls Sunflower Sparkle. Das sind wirklich die, die ich mit Abstand am meisten brauche und das sind in der Tat die, die langsam zur Neige gehen und nicht mehr sehr viel übrig ist. Darum haben wir die zwei auf jeden Fall mal eingepackt. Plus, welches das ich auch noch mitgenommen habe, ist das Confetti White. Einfach aus dem Grund, weil da in dem Döschen, das ich schon habe, von dem ist mal ein bisschen Wasser reingekommen. Darum ist es ziemlich verklumpt und ich bringe es nicht mehr so schön pulverig her, wie es war. Darum habe ich da auch noch mal eins mitgenommen. Und das Letzte, was ich noch habe, das sind die zwei Stickles. Ich kann schon mit diesen Lime Glitter Glues nicht mega, mega, mega viel anfangen, aber die transparenten Farben finde ich wirklich schön, und zwar für Sachen wie zum Beispiel so Häuschen. Also da ist jetzt das nicht drauf, hier habe ich jetzt den Schnee ausgestanzt, aber da ist natürlich Serix mega schön als Schneealternative oder eben auch bei Tandli oder auch bei kolorierten Stempelmotiv und so weiter und so fort. Einfach so als schöne Glitzerakzente. Also es muss jetzt auch nicht zwingend Schnee sein, es können einfach sonst Akzente sein. Und darum habe ich mir die zwei mitgenommen. Ich habe die für euch kurz schon ausprobiert. Eins auf weiss und eins auf schwarz. Ich zeige euch zuerst auf weiss. Und zwar oben habe ich das Twinkle. Das ist das da hier, wo mehr Blau drin hat. Und unten ist das Crystal, das hat mehr Grün drin. Und jetzt muss ich sagen, die sind beide auf Weiss mega schön. Man sieht ohne minimalen Unterschied. Aber ja. Also man sieht, dass sie anders sind, aber es ist jetzt nicht ein Weltunterschied. Aber Leute, ich muss sagen, so Sachen sind auf schwarz oder auf dunklen Hintergrund immer doppelt und dreifach so geil. Und ich muss sagen, auch hier bei denen, es ist genau das Gleiche. Schaut mal. Ich habe es noch auf schwarz probiert und wow. Also hier sieht man sehr wohl den Unterschied mit dem blauen Twinkle und dem grünen Crystal. Und ich finde, es ging sehr eindrücklich, dass das auf schwarz oder auf dunklen Hintergrund so einen Unterschied macht und viele Sachen so viel besser zur Geltung kommen. Darum empfehle ich euch, wirklich auch mal mit schwarzen und dunklen Hintergründen zu arbeiten. Auch wenn ihr sonst vielleicht nicht so Fan davon seid, aber gerade für solche Sachen lohnt es sich alle mal, damit es einfach noch mal anders und schöner zur Geltung kommt. So, jetzt wieder zurück zum eigentlichen Video. Und das Letzte, was ich noch bestellt habe, nein, nicht bestellt, das Letzte, was ich noch gekauft habe bei Garmin, sind die Action Wobbles, aber im Mini-Format. Weil ich liebe ja Wobble-Karten. Ich brauche das wirklich gerne. Ich habe es von letztem Jahr für die Schwiegermami gemacht mit der Kassette. Die einen oder anderen habe ich sicher gesehen. Auf Social Media. Die ich aber habe, die sehen so aus. Und jetzt für die Kassette beispielsweise ist das super, weil die Kassette ist ein grosses Motiv. Da bringt man den super unter dran, ohne dass man ihn sieht. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man kleinere Figürchen hat, sei jetzt die ausgestanzt oder einfach gestempelt und koloriert, was auch immer,
sind die Dinger halt sehr schnell mal zu gross. Und da dran umschneiden ist schwierig, zumal es hier auch wirklich dickes Plastik ist. Es sieht dann auch einfach nicht schön aus. Und darum habe ich schon länger mal gedacht, ich muss schauen für kleinere. Jetzt habe ich gefunden bei Garmin. Ich bin mega froh. Darum musste ich natürlich mitnehmen und freue mich sehr, sehr, sehr auf die. Ja, liebe Leute, das war es auch schon mit meinem ganz kurzen Haul zum Neujahr. Ich wünsche euch ganz eine gute Woche. Wir sehen uns sicher gleich wieder. Ich habe schon viele neue Ideen für nächste Videos und wünsche euch bis dann ganz eine gute Zeit. Bleibt kreativ und wir sehen uns. Tschüss!